Wisst ihr, was wir heute kochen? Was richtig geil ist, nämlich Pancakes mit Ahornsirup, Sahne und Apfelkompott. Das wird so hammerlecker. Los geht's. Wir brauchen Mehl, 200 Gramm. Ja. Ein bisschen Salz. Ein Päckchen Backpulver. 50 Gramm Puderzucker. Unsere trockenen Zutaten haben wir jetzt beisammen. Jetzt kommen noch Milch, Eier und die Butter. Von der Milch brauchen wir 250 Milliliter. Die Butter war jetzt aus dem Kühlschrank, die muss ich eben noch ein bisschen weich machen, sonst ist sie zu hart. Ich wollte eigentlich gerade abwägen, wir brauchen 50 Gramm, aber ganz praktisch, hier steht das ja schon drauf, wo 50 Gramm sind. Deswegen schneide ich mir jetzt einfach diesen Streifen ab. Die mache ich mir jetzt ein bisschen warm. Ich mache die Pfanne jetzt schon mal wieder aus und wir wollen ja nicht, dass die anfängt zu brutzeln. Ich kippe jetzt meine Milch dazu. Jetzt kommen noch unsere zwei Eier dazu. Das ist jetzt so der klassische Pancake-Teig, was aber auch super lecker ist, wenn man zum Beispiel statt normaler Milch Buttermilch nimmt. Oder man kann in diesen Teig natürlich auch ganz viele andere Sachen reinfüllen, wie zum Beispiel Schokostückchen oder Schokolinsen oder Blaubeeren oder Himbeeren oder alle möglichen anderen Arten von Beeren. Da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wir bleiben heute bei den klassischen, weil wir ja beim Topping so ein bisschen interessanter werden nachher. Als Kind bin ich natürlich eher so mit dem klassischen Pfannkuchen groß geworden. Da hat meine Mama immer Zucker und Zimt drauf gemacht und Apfelstückchen reingeschnitten und so. Und den ersten Pancake habe ich eigentlich erst bei meinem ersten Amerika-Aufenthalt gegessen und fand die so hammer lecker. Ich finde an den Pancakes im Vergleich zu so einem dünnen Crepe super, dass der so dick und trotzdem so fluffig ist. Dadurch nimmt er ja auch den ganzen Ahornsirup so gut auf. Jetzt kommt die Butter dazu. Ich merke jetzt gerade, dass der Teig mir noch ein bisschen zu dünn ist. Ich weiß nicht, ob der so gleich festhält in der Pfanne, ohne bis zum Rand zu laufen. Vielleicht waren eben die Eier ein bisschen zu groß. Aber das ist kein Problem, ich mache mir einfach noch ein bisschen Mehl dazu. So, so muss der sein. Jetzt kann ich mich um mein Topping kümmern. Dafür brauche ich einen Apfel. Ich habe hier so einen schönen großen roten, aber es geht natürlich jeder Apfel. Okay. Und es muss auch noch nicht mal ein Apfel sein. Es geht theoretisch auch eine Nektarine oder ein Pfirsich oder eine Aprikose, eine Pflaume. Ich schneide den Apfel jetzt erstmal in Scheiben. Bei uns gibt es übrigens die Pancakes natürlich jetzt nicht jeden Tag unter der Woche. Am Wochenende finde ich das aber ganz schön, sich mal so ein bisschen was Besonderes zum Frühstück zu machen, ein bisschen mehr Zeit sich zu nehmen und versuche dann immer so verschiedene andere Toppings auszuprobieren. Meine Tochter mag übrigens am liebsten natürlich die Toppings, wo Schokoladenstückchen drin sind. So, das sind jetzt so grobe Scheiben. Die schneide ich jetzt nochmal so durch. Wir haben ja noch von eben die Pfanne, wo wir die Butter drin geschmolzen haben. Die nehme ich jetzt einfach wieder und dann schmeiße ich mir die Äpfel schon mal rein und schneide noch die andere Hälfte. Als ich das erste Mal bei der Familie von meinem Mann zu Hause war, da hat meine Schwiegermama für mich Blaubeer-Pancakes gemacht. Das fand ich ganz nett von ihr. So, mittlere Hitze. Da kommt jetzt ein bisschen Zucker und Zimt dazu. Die können jetzt in Ruhe ein bisschen vor sich hin brutzeln, sodass die ein bisschen weich werden. Ich bereite in der Zwischenzeit schon mal unsere Sahne vor. Ich finde, es geht kein Pancake ohne Ahornsirup. Also wenn wir keinen Ahornsirup zu Hause haben, dann mache ich auch keine Pancakes. Also ich finde, das geht einfach nicht ohne. Wir nehmen Schlagsahne. Ich schlage die Sahne jetzt ungefähr zur Hälfte und dann kommt die Zauberzutat. Da kommt nämlich statt ein bisschen Zucker der Ahornsirup noch in die Sahne. Und das schmeckt so hammerlecker. Der Amerikaner nennt das dann übrigens Maple Whip. So, die ist jetzt noch nicht fertig geschlagen. Jetzt kommt der Ahornsirup dazu. Das mache ich jetzt so aus dem Handgelenk. So, jetzt natürlich einmal testen. Schmeckt hammer. Hat halt so ein bisschen, nicht einfach nur so einen süßen Geschmack, sondern noch so einen aromatischen, herben Geschmack irgendwie. Sau lecker. Jetzt brauche ich noch eine Pfanne. Einen kleinen Schuss Öl. So, die Pfanne ist jetzt ungefähr auf mittlerer Hitze. Und jetzt lege ich mal los. Obwohl ich jetzt eine relativ große Pfanne genommen habe, passt leider nur ein Pancake in die Pfanne. In Amerika haben die meisten Leute einen Griddle. Das ist wie so eine Pfanne, die sich über den kompletten Gasherd erstreckt. Und da kann man dann parallel bestimmt ungefähr 8 Pancakes gleichzeitig machen. Das ist natürlich super praktisch. Jetzt macht er gerade so Bläschen oben. Das ist perfekt. Das heißt, Zeit zu rumdrehen. Wow. So muss der aussehen. So, 25 Pancakes später. Jetzt kommt der vorletzte oder letzte. Mal sehen. Ich teste mal schnell, ob die Äpfel schmecken.
Ich habe extra so einen etwas säuerlichen Apfel genommen, weil es ist ja alles schon sehr süß. Wir haben ja da Zucker drauf gemacht. Hier ist Zucker drin und Ahornsirup ist süß. Diese säuerliche Note gibt so ein super Gegengewicht. Ist echt richtig lecker. Und hier ist jetzt Zeit zum Wenn. Hui! Der ist aber hübsch. So, der ist jetzt auch fertig. Das heißt, wir können jetzt einen kleinen Pancake-Stapel bauen. Den schönsten von allen habe ich mir natürlich zur Seite gepackt. Der kommt gleich nach ganz oben. Das wird jetzt so eine Portion für meinen Schwiegerpapa. Der kann schon ein paar mehr verdrücken, deswegen packe ich jetzt, ich packe mal 4 aufeinander. Jetzt kommt ein großzügiger Klecks Sahne da drauf. Und natürlich noch unsere Apfelstückchen. Nein, und weil wir es heute besonders süß wollen, kommt noch mal ein bisschen Zimtzucker oben drauf. Und natürlich der Ahornsirup. Was für ein Kunstwerk, oder? Ich probiere jetzt einfach. So hammerlecker. Quasi the American Dream in my mouth. Ich glaube, ich schaffe doch die ganze Portion und ihr bestimmt auch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!